und herzlich willkommen zu Kochen mit Annixe Gumanns Schnelle Küche. Die Tage werden wieder länger, beziehungsweise die Tage werden kürzer. Ich bin schon ganz verwirrt. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Gericht dabei. Jörg, um was geht's denn heute? Ja, hallo. Erstmal, liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben uns heute überlegt, Ihnen mal den Spargel des armen Mannes oder den Winterspargel zu kochen, also die Schwarzwurzel, ein traditionelles Gemüse, das viele vielleicht nur noch von früher aus der Kindheit kennen. Und dazu braten wir nachher ein leckeres Zanderfilet. Das klingt wirklich richtig gut, weil ich mag Schwarzwurzel total gerne, aber ich muss zugeben, ich glaube, ich habe sie noch nie komplett gesehen. Deswegen wäre es unheimlich toll, wenn du uns jetzt zeigst, also mir und den Zuschauern, wie man die überhaupt zubereitet. Also ich meine jetzt... Ja. Es gibt ja ein paar Kniffe dafür wegen der Schwarzwurzel, deswegen habe ich es auch ausgesucht. Ist nicht so einfach, weil sie doch recht klebrig ist oder schwer zu schälen. Aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Aber ich habe etwas trockenen Hals. Ich denke, wir wären erstmal für einen Wein, oder? Eine alte Tradition lebt wieder auf. Das finde ich großartig. Wo finde ich denn? In dem Kühlschrank nehme ich mal nach. Genau. Perfekt. Dann hole ich ihn doch glatt mal raus. Und zwar. Der andere, bitte. Der andere, jawohl. Der Jörg versorgt uns nämlich immer mit so tollen Weinen, da stehen da mehrere drin. Ich freue mich schon riesig. Was haben wir denn hier heute? Ja, hier haben wir also einen Muscateller vom Weingut MK Quadrat aus Kallstadt. Das ist ein Start-up-Unternehmen, die haben also ein altes Weingut aufgekauft. Der eine Teilhaber ist der Klaus Küsters, den kenne ich schon viele Jahre aus dem Weingut Reichsrat von Buhl. Und das andere ist Michael Meyer aus Deidesheim, ein Unternehmer, der sich halt dem Wein verschrieben hat als Hobby und natürlich sich jetzt den Traum erfüllt hat, ein eigenes Weingut zu betreiben. Ein Muscateller von 2019 aus einer Leichstatter Toplage. Näheres dazu erzähle ich später. Super. Und der heißt MK Quadrat, habe ich das richtig verstanden? Der Wein heißt Muscateller, die Weinrebe, ja. Und das Weingut ist MK Quadrat. Also das passt irgendwie zu Mannheim, ne? Mit den ganzen Quadraten und so. Allerdings, ich darf ja. Dann mal einschenken. Ja, bitte. Ja. Ich würde sagen, ich schenke hier hinten ein. Einfach mal ein Schlückchen zum Probieren. Und wenn wir dann später wieder dazu kommen, dann hole ich ihn erneut aus dem Kühlschrank. So. So, zum Wohl, liebe Tanja. Zum Wohl. Zum Wohl, und auf liebe ein Zuschauer. Schönes Rezept. Mmh. Da freue ich mich drauf, wenn ich das später noch weiter trinken darf. Stellen wir mal hier ab. Ich stelle den Wein wieder in den Kühlschrank. Ja, bitte. Jawohl. Dann, Jörg, wie geht's weiter? So, zuerst mal schälen wir die Schwarzwurzel. Liebe Zuschauer, das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Im Gemüsegeschäft gibt es sowas natürlich zu kaufen. In manchen Supermärkten habe ich es auch schon gesehen. Es ist auch eine Delikatesse, weil wir vorhin gesagt haben, es ist der Spargel des armen Mannes. Das stimmt ja nicht ganz, denn er ist fast genauso teuer wie der klassische Spargel. Es ist genauso aufwendig, ihn zu ernten. Es ist auch eine Wurzel, die eben unter der Erde gestochen wird. Und das ist nicht so einfach. Zudem darf man sie nicht verletzen, weil sie sofort ausläuft und austrocknet. Als allererstes beginnen wir... mit den Enden, die schneiden wir gleich mal weg. Und jetzt müssen wir auch noch drauf achten, beziehungsweise als erstes noch so ein kleiner Qualitätstest. Ich halte es mal in die Kamera. Okay. Und du sieht siehst, man schon, dass diese ja. Milchige Flüssigkeit austritt. Genau, ja. Das ist eigentlich das beste Qualitätsmerkmal, dass er auch wirklich frisch ist. Wenn er ausgetrocknet ist, ist er ungenießbar. Mhm. Und da muss man eben auch aufpassen, denn dieser Saft, der ist unglaublich klebrig und verfärbt auch die Finger. Okay. Und deshalb habe ich jetzt die falsche Schüssel. Gib mir mal bitte diese Wasserschüssel. Gibt es also verschiedene Varianten? Darf ich da drauf? Ja, stehen? Natürlich. Mhm. Ich schäle den am allerliebsten unter Wasser. Dann hat man nämlich keine klebrigen Hände, ja. Und bekommt diesen weißen Milchsaft eben auch nicht ab. Ja, und das ist aber faszinierend, ja. Weil von wegen Spargel des armen Mannes oder halt eben Winterspargel, es sieht ja wirklich so aus, nur dass er natürlich wesentlich größer ist. Ja? Also so, ja. so eine Spargel, ne? Nee, und ich habe auch gehört, dass man die Haut nicht verletzen darf, wenn man das rausholt aus der Erde. Und es ist genau. Witzig, weil ich auch nicht wusste, dass der gestochen wird. Also wieder was gelernt, ja? Und er sieht auch schon wirklich richtig, richtig toll aus. Man muss eben auch alles wegschälen, damit man eben keine braunen Stellen mehr hat. Ja. Natürlich, liebe Zuschauer, ist diese Schwarzwurzel auch sehr voll mit Erde. Man muss die vorher mit einer Gemüsebürste, erstmal richtig sauber machen. Also grob von der Erde befreien, erstmal waschen und dann anfangen zu schälen. Ansonsten wird es gleich relativ schmutzig hier im Wasser. Ja. So. Ich habe das auch gesehen vorhin, da war alles voll Erde. Aber klar, logisch, wenn das natürlich aus diesen kleinen Erdhäufchen rausgeholt wird, dann ist das auch kein Wunder, dass das so erdig ist. Ja, ich muss jetzt erstmal ein paar Stück da schälen, okay. Zumindest mal für unsere
Portion nachher für dich. Gut, dann habe ich nämlich noch ein paar Fragen bzw. Hinweise. Also, ich habe gehört, und da musst du mir jetzt quasi mal ganz kurz sagen, ob das alles stimmt, dass dieser in Anführungszeichen Winterspargel, also die Schwarzwurzel, total gesund ist. Es hat unheimlich viele Vitamine, unheimlich viele Mineralstoffe. Und vor allen Dingen habe ich gehört, Magnesium und Eisen. Ist das richtig? Ja, also Phosphor ist relativ viel drin, Mineralstoffe gebe ich dir auch recht. Magnesium, also Magnesium ist ja ein Mineralstoff, wird so stimmen. Ich denke, du hast dich dementsprechend informiert. Ja, ich habe ein bisschen gelesen darüber, Macht mal so vor der Sendung. Also er ist reich an Ballaststoffen und überhaupt ist es von der Nährstoffgehalt, ist es das nährstoffreichste Gemüse, das wir haben. Sogar? Nach den Hülsenfrüchten, die sind natürlich noch besser. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Und Linolin ist noch drin. Das ist ein hochwertiger Ballaststoff, der ist nicht überall drin zu finden. Von daher wirklich ein sehr hochwertiges Gemüse. Genau. Sehr gesund. Okay, und die Jahreszeit ist quasi immer so Oktober bis, ne? Bis März, also zwar bis ungefähr, März. Ja. Genau, das ist ein klassisches Wintergemüse. Da kriegt man das. Und man sieht jetzt hier auch, das ist gar nicht so, so schwer, das zu schälen. Also es ist wirklich tatsächlich wie bei einem Spargel, nur dass die Haut schwarz ist und nicht weiß. Schwarzwurzel halt dementsprechend. Ist ja umso einfacher, ne? Sieht man, wenn er geschält ist. Ja, und ich finde die Idee auch richtig gut, mit dem, das im Wasser zu schälen. Sie brauchen halt nur eine große Schüssel, damit das auch funktioniert. Ja, und danach lege ich ihn in Zitronensaft, Wasser. Ja. Das ist das ungefähr dasselbe Problem wie bei der Artischocke. Genau. Es fängt an zu oxidieren, färbt sich braun und das können Sie natürlich unterbinden, indem Sie Zitronenwasser oder auch Essigwasser machen. Damit das nicht passiert mit der Oxidation. Genau, genau. So, dann schälen wir jetzt noch eine. Hervorragend. Ja, ja, so viel wie möglich. Ich möchte die gerne später essen. Ich habe als Kind unglaublich viele Schwarzwurzeln gegessen. Aha. Und für mich ist es immer so gewesen, dass ich tatsächlich den Spargelgeschmack rausgeschmeckt habe. Aber es gibt viele, die natürlich sagen, nö, das ist jetzt eigentlich nicht so spargelig. Aber ich fand es spargelig. Probieren Sie es aus und dann denke ich, dann können Sie uns mal wieder Bescheid sagen, wie Sie es empfunden haben. Ja, und man kann das mittlerweile auch ganzjährig zubereiten, denn auch die Schwarzwurzel gibt es tiefgefroren zu kaufen. Ja. Und die ist nicht so empfindlich wie der Spargel. Also die können Sie wesentlich besser verwenden als TK-Gemüse. So, dann legen wir die auch noch da rein. Okay. Vielleicht haben wir es auch. Genau. Also dann könntest du mir schon mal die Pfanne auf den Herd stellen. Alles klar. Machst du die jetzt in der Pfanne? Ja, die meisten bereiten das ja auch wieder in kochendem Salzwasser zu. Ich bin da ja nicht so ein Riesenfan davon. Ja. Ich möchte halt, dass die ganzen Nährstoffe, von denen du gerade eben erzählt hast, auch erhalten bleiben. Also garen wir sie eigentlich bei geschlossenem Deckel mit etwas Zugabe von etwas Flüssigkeit. Ja. Dann haben wir eben auch den ganzen Geschmack am Ende wieder in den Schwarzwurzeln drin. Okay, möchtest du, welche Platte möchtest du denn oder ist dir das egal? Ah, du musst doch gar nicht anschalten. Du musst doch gar nicht anschalten. Ich wollte nur einfach mal wieder einen Job geben, dass du mir nicht so viel Fragen stellst. Dass ich wenigstens auch mal was mache. Genau. So, das stelle ich mal nach hinten. So, und jetzt dazu gibt es... Also das lässt du jetzt erstmal so, oder was? Die muss ich jetzt natürlich noch klein schneiden. Jawohl. Eine Sekunde. So. Ich bin gespannt. Ah, du schneidest die so, dass die dann auch spargeliger aussehen, ne? Richtig? Nee, wir schneiden also die in Stücke. Wir wollen das ja als Gemüse machen. Mhm. Und dann sollen sie auch so in mundgerechten Stücken sein. So 3 cm ungefähr bietet sich da an. Okay, da ist noch eine drin, falls du die nicht gesehen hast. Oh ja, genau. Dann hole ich die jetzt gleich raus. Kein Problem. Also ich bin wirklich wieder gespannt, was du uns heute zauberst. Ich kann es kaum abwarten. Und dann dazu auch noch diesen tollen Wein. Also das wird wieder gigantisch. So, die lassen wir jetzt erstmal hier liegen. Jetzt nehmen wir uns so schnell den Zander vor. Jawohl. Der Zander. Ja, der Zander. Das ist ein ganz besonderer Fisch. Ich habe gehört, der ist ebenfalls gesund. Aber ich meine, Fisch ist ja sowieso im Allgemeinen immer sehr gesund. Und ich habe ein bisschen was gelesen. Der Jörg hat es ja diesmal mitgekriegt. Er gehört zu der Familie der Barschartigen. Das fand ich ziemlich lustig. Und er ist der größte Barschartige Europas sogar, habe ich gar nicht gewusst. Ja, es ist also ein Süßwasserfisch und natürlich deswegen auch etwas nachhaltig. Da muss man darauf achten, dass er handgeangelt ist auch und keine Netz- oder Schleppfischerei betrieben wird. Aber ansonsten natürlich ein hervorragender Speisefisch. Und der Vorteil ist, er ist super leicht zuzubereiten. Er hat nämlich auch so gut wie keine Gräten. Ja. Die laufen maximal hier entlang und den können wir mit so einem V-Schnitt einfach in einem Stück abschneiden. Also gerade für die Leute, die gerne Fisch essen, aber Angst vor Gräten haben, ist das eigentlich der Top, also der erste Fisch, den ich dafür verwenden würde. Und ich habe gesehen, du hast die Haut jetzt so ein bisschen eingeritzt. Bedeutet also, die Haut kann man mitessen? Die Haut kann man mitessen, ja. Allerdings muss man sie davor schuppen. Also die Haut ist geschuppt und dann wird nachher auf der Haut gebraten. Okay, ja. Gut.
Also du machst jetzt noch eine Marinade für den? Oder wie? Ich schneide jetzt noch 2, 3 Filets und dann wird er noch in etwas Zitronensaft und etwas Salz mariniert. Und dann zubereiten, denke ich, tun wir im nächsten Teil. Im nächsten Teil. Deswegen schalten Sie wieder rein, dann geht es gleich weiter mit unserem leckeren Gericht hier. Winterspargel mit Zander. Ich bin gespannt und ich hoffe, Sie auch. Bis gleich. So, wie Sie sehen, liebe Zuschauer, haben wir jetzt hier die 2 Pfannen auf dem Herd. Und unser TV-Koch Jörg Gumann hat schon alle Schwarzwurzeln geschält. Ich musste mir die Fingerchen nicht schmutzig machen. Und die Marinade an dem Zander ist jetzt auch schon dran. Genau, das ist einfach nur Zitronensaft und Salz. Und man kann natürlich auch eine helle Sojasauce alternativ vom Salz nehmen für den Fisch. So, dann starte ich jetzt auch mal, weil der Herd hat sich schon so zu Wort gemeldet. Ja, ja. Eben, gehen wir ein Stück aus den Füßen. Ja, ich gehe mal, weil es fängt dann an zu blubbern und zu brutzeln und überhaupt. Ich jetzt noch irgendwie hier verletze. Genau. So, dann nehmen wir etwas Olivenöl. Ja. Das Ganze machen wir auch gleich hier für den Fisch. Das sieht immer so toll aus, weil die Pfanne richtig schön heiß oder vorgeheizt ist. Erhitzt und vorgeheizt, die deutsche Sprache. So, und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, mache ich die Schwarzwurzeln in der Pfanne. Okay. Jetzt wird es etwas laut. Ich bleib mal hier hinten im Eck. Auch wenn Sie mich vielleicht nicht mehr sehen jetzt. Ich habe mich versteckt. Weil das brutzelt doch sehr. Ja. Genau. So. Deckel drauf. Würzen tun wir die erst später. Jetzt machen wir einfach den Deckel drauf. Die brauchen ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und dann müssten die fertig sein. Hier haben wir auch schon das Fettheiß für den Fisch. Jawohl. Exakt. Dazu dürftest du mir gerne mal eine Chili geben. Jawohl. Ich hole mir eine Schere zum Und Abknipsen. Etwas Rosmarin und etwas Thymian, bitte. Jawohl. So, Rosmarin. Darf ich dir das einfach rübernehmen? Ja, danke. Dann haben wir hier Thymian. Der riecht auch schon wieder hervorragend. So, wie gesagt, liebe Zuschauer, den Zander bitte auf der Hautseite, also sobald Sie ihn geschuppt haben natürlich vorher, auf der Hautseite in die Pfanne legen und bei mittlerer Hitze ganz sanft braten. Der wird eigentlich erst zum Ende, wenn er fertig gegart ist, einmal umgedreht und dann nochmal mit Butter übergossen und dann ist er auch schon fertig. Jetzt machen wir ein paar Aromaten rein. Das bietet sich an. Eine Chili? Die sind ja mini klein. Eine Chili, aber glauben Sie mir, die reicht. Okay, du hast vorhin irgendwas gesagt von Schärfe 8, habe ich irgendwie mitgekriegt. Ja, ja, ich hoffe, dass es stimmt. Wir werden sehen, weil das ist so schön. Ich habe vorhin gedacht, das ist Deko und dann sagt er, nein, 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 das kann man essen. Also jetzt sind wir mal gespannt, ob das kleine Ding da hält, was es verspricht. So, okay. Okay. So, dann läuft hier alles. Gut. Also bevor ich dich töte, mache ich die Schere mal weg. Ja, dann gib mir doch noch mal einen Schluck Wein bis dahin. Das würde ich auch sagen. Pass mal auf, weißt du, was ich noch gelesen habe über den Zander? Das wollte ich nämlich noch sagen. Das fand ich eigentlich ziemlich eine coole Geschichte. Und zwar ist der gut für die Nerven, zum Wohl noch mal. Diesen leckeren Muskateller. Das heißt, nicht nur Wein ist gut für die Nerven, sondern auch der Fisch ist gut für die Nerven. Und es ist förderlich für den Wachstum eines ungeborenen Kindes. Das sind vielleicht Informationen, die Sie jetzt nicht unbedingt brauchen, aber ich fand es interessant. Habe ich auch noch nie gehört, aber man lernt ja auch hier in der Kochschau nie aus, merke ich gerade. Genau. So, wunderbar, das passt. Ja, was wir nachher machen, wenn die Schwarzwurzeln fertig sind, wir werden mit etwas Milch und Sahne und Creme fraiche auffüllen und machen so ein kleines Sößlein dazu. Und das passt eigentlich ganz hervorragend und dann auch den Fisch zubereiten. Genau. Und du hast ja auch gerade eben noch mal kurz gesagt, bevor wir jetzt quasi dann alles zubereiten und Sie wieder reinschalten können, liebe Zuschauer, auf der Haut wird das gebrutzelt, damit die schön knusprig wird, ja? Genau, richtig. Genau. Wir garen komplett. Also 85% der Garzeit vom Fisch geht nur auf der Hautseite. Okay. Das machen auch, wird oft falsch gemacht, dass man versucht, den Fisch ständig zu wenden. Dann verliert man zu viel Temperatur und man bräunt ihn eben nicht. Und die Haut muss ja wirklich kross sein. Ja. Ja? Deswegen, liebe Zuschauer, also wir zeigen Ihnen jetzt gleich, wenn das dann alles fertig ist, was wir daraus machen und er das Süßchen dann auch noch zubereitet. Ich schenke dir mal ein kleines Blümchen. Nein, das ist ein Witz. Ich freue mich immer riesig, wenn der Jörg da ist. Sie sehen auch, wir haben total viel Spaß zusammen. Und ich würde einfach sagen, Sie schalten gleich wieder rein. Aber ich möchte Ihnen noch den Hinweis geben, wo es diese ganzen Rezepte überhaupt zu finden gibt. Und zwar auf www.anixahd.tv/kochshow. Da finden Sie wie immer den Link. Da klicken Sie drauf und dann können Sie das Ganze sogar ausdrucken und schön nachkochen. Deswegen gehen Sie drauf und besuchen Sie uns auf YouTube oder auf Facebook. Wir freuen uns auf Sie und schalten Sie gleich wieder ein.
So, die Schwarzwurzeln, die blubbern jetzt in einem Sud. Den hast du jetzt extra noch gemacht. Was ist denn da jetzt drin? Ja, eigentlich kein Sud, sondern ich habe etwas aufgefüllt mit etwas Brühe und etwas von diesem leckeren Muscatella, den wir vorhin schon probiert haben, und noch zwei Lorbeerblätter dazu. Das war's eigentlich bis jetzt. Die sind jetzt übrigens auch fertig. Okay. Und was wir damit jetzt machen, die werden jetzt noch gewürzt. Dazu gibt es Salz. Ich glaube, die Kamera sieht das so nicht so gut. So besser. So. Pfeffer. Und etwas Pfeffer. Genau. Das Lorbeerblatt schwimmt da so lecker rum. Und das nehmen wir jetzt gleich raus, das Lorbeerblatt. Und jetzt muss etwas zur Seite, ja. Tanja. Es wird heiß. Ich probiere das mal auf diesem schnellen Weg. Den gießen wir jetzt ab. Liebe Zuschauer, normalerweise macht man das mit einem Sieb. Ja, aber hier gibt es noch ein Söschen, ein leckeres. Ich habe mir erlaubt, es anders zu machen, genau. So. Und dann werfen wir das kurz an. Dazu kommt hier jetzt etwas Sahne, ungefähr 0,2 Liter. Der Crème fraîche kommt später und hier haben wir jetzt noch eine Mehlbutter. Mehlbutter, das habe ich noch nie gehört. Das kennen Sie sicherlich von zu Hause. Ja gut, also das brauchen wir zum Abbinden der Soße. Genau, aber ich kenne das eigentlich so, dass man das halt nacheinander reinmacht und du machst das quasi schon vorher. Mehlbutter, ein Mehlbutterkloß. Ja, es gibt verschiedene Varianten. Ich meinst natürlich eine Roux, Verzeihung. Ja, macht nichts. Natürlich eine Roux, aber das ist also Mehlbutter, die gibt man nachträglich dazu. Ja. Ja. Sonst hätte ich es ja am Anfang schon mit einfügen müssen. So. Okay, das lassen wir noch kurz aufköcheln. Dann haben wir hier den Fisch. Der ist jetzt auch schon fast soweit. Unser Herd. Ja. Liebt mich wieder heute? Ja. Okay. Genau. So. Ich habe schon gesehen. Ja. Auch wieder ausgegangen. So. Bevor wir den Fisch jetzt umdrehen, kommt hier etwas Butter dazu. So, und jetzt lassen wir die kurz aufschäumen, diese Butter. Das sieht auch und ich habe ja gesagt, erst ganz zum Ende drehen wir den. Ja. Ja. So. Den Teller hast du schon geholt. Den Teller habe ich schon gerichtet. Wunderbar. Genau, ich habe mich für den schönen blauen entschieden, weil ich dachte, das passt so unheimlich gut zu diesen ganzen Farben, die du jetzt quasi zubereitet hast. Farben der Lebensmittel. Oh, die Haut sieht toll aus, ganz kross. So, ich halte es mal in die Kamera, vielleicht können Sie es jetzt gut erkennen. Sie sehen, es hat eine wunderschöne Farbe. Und erst hier in der letzten halben Minute wird er gedreht. Da sieht man auch schön, wo du ihn eingeritzt hast. Ne? Das sieht gut aus. Ja. Noch etwas Zitronensaft und damit ist auch der Fisch ist fertig. Hier der fängt Fisch an zu fertig. Hier ist alles fertig. Ja, liebe Tanja, dann fangen wir jetzt nämlich gleich an anzurichten. Ja. Also du richtest auf dem Teller an jetzt? Nein, ich habe das jetzt hier nur aus der Pfanne rausgenommen. Wir nehmen diesen. Wir nehmen den. Wann darf ich ihn dir rübergeben? Ich komme zu dir zum Anrichten. So, wunderbar. Einmal. Die Lorbeerblätter nehmen wir raus? Die Lorbeerblätter kommen nach draußen. Okay. Genau, ich meine, so ein Söschen muss ja auch wirklich sein. Das ist eigentlich ähnlich wie beim Spargel. Das ist jetzt dann eine Sahne, Butter. Und du hast gesagt, Crème fraîche kommt auch noch hinein. Soße? Kommt jetzt auch noch hinein, ja. Jetzt kommen die Schwarzwurzeln dazu. Ruckzuck geht das immer hier. Hm. Ich freue mich schon, das probieren zu dürfen. So, und ich dann sag, richten wir auch schon an. Ja? Achtung. Okay. Kann ich dir irgendwas geben? Ja, zwischenzeitlich vielleicht schon mal Wein einschenken. Oh ja, den Wein haben wir ja auch noch. Das ist sehr, sehr gut. Ach, und was ich übrigens noch gerade entdeckt habe, das zeige ich mal kurz, bevor ich den leckeren Wein einschenke. Die Gemüsebürste. So sieht sie aus. Ich habe es nämlich nicht erkannt im ersten Moment, aber es ist natürlich gut, wenn man so etwas hat für die Schwarzwurzeln, liebe Zuschauer. Also, der Muscatella. Nochmal ein Schlückchen. Während der Jörg das live anrichtet heute, dann sehen Sie auch, wie ein richtiger, echter Koch so etwas macht. Nicht ich so habe eigentlich gehofft, dass du das heute übernimmst. Aber einfach auf den Teller schmeiße? Nee, das wollen wir nicht. Genau. Und ich nehme mal an, hier, dass diese leckeren Tomätchen und sowas kommen noch dazu? Oder ist das genau, nur die kommen gleich noch dazu. Die habe ich noch am Ende mit dazugegeben zum Fisch. Oh, okay, es ist wirklich heiß. Also wenn er das sagt, dann
muss man sagen, dann ist es heiß, denn er kann normalerweise alles anfassen. So. Also, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, ich bin gleich fertig. Genau, und dann trinken wir ein Schlückchen. Und du musst mir noch erzählen, was es mit diesem Muscatella auf sich hat. Denn ja, es ist eine der ältesten Rebsorten, die es gibt. Hat man schon bei den Ägyptern gefunden. Und natürlich, der Name kommt auch etwas vom Geschmack. Also hat schon was Muskatähnliches im Aroma. Ja. Das kann man sehr gut erkennen. Der berühmteste ist so der gelbe Muscatella. Ist eigentlich ein Wein, der nur im Süden wächst, aber bei uns in unseren Klimazonen auch überhaupt kein Problem. Ja, und wie gesagt, das Weingut MK Quadrat. Du hast mich vorhin in der Pause gefragt, ist das so okay für die Kamera? Ich hoffe. Du hast mich vorhin in der Pause gefragt, wo denn das Weingut ist. Du hast denn was davon gehört? Genau. Ich habe es ja schon gesagt, die haben das erst übernommen. Das war das Weingut Horscher früher in Kaltstadt. Und das hat eben der Klaus Küsters und Michael Meyer, die zwei Weinfreaks, so nenne ich sie jetzt mal im positiven Sinne, übernommen und haben jetzt angefangen, den eigenen Wein zu vermarkten. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich den Klaus Küsters gestern getroffen habe. Und er sagte, hey Jörg, ich habe was für dich. Und es hat auch gleich auf Anhieb gepasst. Genau. Ja. Und das werden wir jetzt auch gleich mal probieren. Die E-Mail-Adresse wird wieder eingeblendet, beziehungsweise wir werden sie auch auf der Homepage quasi verlinken, sie dahin führen. Dann können Sie mal schauen, was es mit dem Weingut auf sich hat. In Rheinland-Pfalz gibt es ja viele Weingüter. Jetzt gibt es ein sehr gutes Meer. Und deswegen würde ich mal sagen, zum Wohl. Zum Wohl, liebe Zuschauer. Und wenn man dann weiß, Muscatella hat was Muskatnussiges, dann schmeckt man es auch. Aber bei mir, ich brauche immer so ein bisschen den Hinweis, aber es ist wirklich faszinierend, es ist so. So, und dann wären wir auch bereit oder beziehungsweise fertig mit unserem schönen Gericht. Magst du noch probieren? Ich würde es gerne probieren und ich freue mich riesig, dass ich es probieren kann als Pesketarierin. So, bitteschön. Besonders die Schwarzwurzeln, ich hole es jetzt mal zu mir. Achtung, darf ich da drauf? Ja, ich mache etwas Platz. Sie sehen, wir brauchen eine größere Küche, damit wir das dann alles mal irgendwann in Ruhe hier hinbekommen. Ich finde Schwarzwurzeln einfach klasse. Und vor allen Dingen, wenn sie noch so ein bisschen bissfest sind wie das hier. Und jetzt der Zander dazu und das Süßchen. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist ein tolles, leckeres, leichtes Gericht. Kochen Sie es unbedingt nach. Nochmal der Hinweis zu unserem Rezept www.anixahd.tv/kochshow. Da finden Sie alles, Zutatenliste, Rezepte etc. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschenken, vor lauter Wein einschenken, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und sagen Tschüss, bis dahin. Tschüss.